Hallo zusammen, willkommen zu meinem Talk Fuzzing the Phone in the iPhone. The phone in the iPhone is the component that receives SMS, sends SMS. Phone, das Telefon im iPhone nimmt also Anrufe entgegen, bekommt die SMS entgegen und ist auch für die Internetverbindung zuständig, wenn ihr nicht gerade im WLAN seid. I'm talking about Comcenter and fuzzing it via the QMI and ARRI interfaces. But this is a bit too technical for most also das of you, generelle Fuzzing, wie ich machen werde, ist wahrscheinlich ein bisschen schwer zu verstehen für die meisten von euch. Ich werde also ganz zu Anfang anfangen, was Fuzzing ist, was der Basement ist und so weiter. Also alle für euch, die noch nicht mit dem Konzept von Fuzzing vertraut sind, im Endeffekt schickt man da einen ganzen Haufen an zufälligen verschiedenen Messages an ein bestimmtes Interface und völlig zufällige und schaut raus, was dann zurückkommt. So in dem Beispiel haben wir das mal mit zwei Phonen gemacht. Wir schicken also etwa 400 Messages pro Sekunde rüber und warten, was passiert. Lass uns erstmal, warum machen wir das Ganze? Und schauen wir uns erstmal das Angreifermodell an. In einem modernen Telefon gibt es zwei verschiedene Hauptkompetenzen. Es gibt zum einen die Hardware mit vielen, vielen ICs und darüber ist dann das Betriebssystem, die Software und viele, viele Anwendungen. Aber in der Praxis ist es nicht ganz so einfach, weil selbst die ganzen ICs so kompliziert sind, dass sie selbst ihre eigenen kleinen Betriebssysteme haben, um ihre Daten zu probieren. Das heißt, man hat Code Execution sogar auf diesen einzelnen Chips, also Programme, die ausgeführt werden, kleine, die also auch entsprechend geschützt werden müssen. However, so what do you was even do if you macht man also, wenn in solchen Chips Code ausgeführt wird? Wenn man also in einem Baseline-Chip ist, wie kommen wir davon weiter bis in den Betriebssystem rein? However, I don't think that this is the case, because if you look at the Serodium price list, then das Einfachste wäre dann beispielsweise in den Daten einfach zu verändern, wie sie im Browser kommen, aber Browser-Exploits sind sowieso schon ziemlich selten, von daher gucken wir uns stattdessen einen anderen Weg an, wie wir direkt ins Betriebssystem kommen. In general, the traffic manipulation is something generell, den Datenverkehr zu manipulieren, ist etwas, was man auch generell machen kann außerhalb des, also man kann es im Internet machen, man kann es im Kernnetzwerk machen und es gibt viele, viele Wege, diesen Datenverkehr zu verändern, zu manipulieren. Insbesondere wenn man ein ganzer Stand ist, ein State-Level-Actor. Man kann Websites modifizieren, auf dem Bitenden. Es gibt das Subsystem von Basisstationen, Mobilfunkbasisstationen, die man angreifen kann. Und natürlich, während die Daten über die Luft unterwegs sind, also per Funk unterwegs sind. Und wenn es auch nur das kleinste Problem in der Verschlüsselung der Übertragung gibt, dann kann man natürlich auch die Übertragung selbst, die verschlüsselte Übertragung selbst angreifen. Und für all auf das braucht man eigentlich keinen Baseband-Exploit. Da gibt es wesentlich bequemere Sachen. Es gibt auch zwei weitere Talks über Angriffe auf das SS7-Protokoll, das Kernnetzwerk, das die verschiedenen Mobilfunkprovider miteinander verbindet. Das kann man zum Beispiel auch nutzen, um Anrufe abzufangen, Anrufe zu belauschen und endlich mit Daten. Das sind Angriffe, die erst kürzlich durchgeführt werden und man benutzt es speziell, um Leute auszuspionieren. So really, 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 basement exploits only exist to also für all das brauchen wir keinen Basement-Exploit. Basement-Exploits brauchen wir also im Wesentlichen, um in das Betriebssystem reinzukommen. But now the question is, Frage ist also, was sind also die besten Strategien hier?
wenn wir es also nicht über den Browser machen, was sonst können wir noch machen? I'm sure it's not, because also you need to have some traffic and so on. It doesn't really work instant. You need to visit the website. Also sprich, wir müssen, wir gehen also nicht in den Verkehr zur Website rein. Es muss also etwas anderes geben. Wenn wir also Remote Code Execution in einem Chips haben dann und wollen ins Betriebssystem, gibt es da ein Interface. Und wir müssen also gucken, was in diesem Interface wirklich ausgenutzt werden kann, gehackt werden kann, exploited werden kann aus diesem Chip. And also those interfaces die Interfaces sind also auch aus einer Reverse-Engineering-Perspektive sehr interessant. Wenn wir also einfach nur rumschauen wollen, wie das Ganze funktioniert, dann, wenn wir also ein entsprechendes, wenn wir also praktisch in unser iPhone-Syslog reingucken, dann sehen wir da bereits viele Messages, die ausgetauscht werden zwischen iPhone und den Baseband-Chips. Und wenn wir praktisch da reinkommen, dann können wir also diese Messages, die Datenpakete auch manipulieren, verändern, um da reinzukommen. Wenn man also an sowas arbeiten will, ist also die Frage, wie fangen wir überhaupt an? Und eine Methode, die da genutzt werden kann, ist Fuzzing. Also wenn wir erstmal ein Interface identifiziert haben, müssen wir erstmal prüfen, ob das tatsächlich das Richtige ist, das wir suchen. Also indem wir zum Beispiel ein paar Bytes ändern, gucken, was sich ändert. Und können auch prüfen, ob dann wenn wir es kaputt machen, können wir gucken, ob das vielleicht ein Sicherheitsproblem darstellt. Also wir gucken uns jetzt als nächstes Fuzzing für Draht oder für Funkprotokolle, Datenprotokolle an und da werde ich auch gleich ein bisschen meckern müssen. Was ist also ein Fuzzing? Also wir haben hier einen einfachen Bildformat-Parser. Und wir gucken uns den also aus einer Perspektive an und schauen, welche Funktionen da ausgeführt werden. Wir können praktisch mit vielen, vielen verschiedenen Bildern durchprobieren und gucken, welche verschiedenen Routinen da ausgeführt werden. Können wir verschiedene Bilder hier in dem Fall mischen, modifizieren und so weiter, werden feststellen, dass in den meisten Stellen die gleichen Routinen wie vorher ausgeführt werden. Aber in einigen Fällen werden wir tatsächlich feststellen, dass wir tatsächlich in dem Image Parser Code in neue Stellen reinspringen und das wird das Ganze dann interessant. Eine andere Methode kann sein, wenn wir nicht so genau wissen, wie ein Dateiformat aussieht, wenn wir zum Beispiel nicht genau wissen, wie die JPEG-Spezifikation aussieht, nehmen wir also dann eine große Menge Bilder, die mehr oder minder in Ordnung sind, also den standardkonform sind, und wir fahren sie da durch, schicken sie in Image Parser, ab und zu stellen wir fest, dass das Ganze crasht. Und dann merken wir uns, bei welchen Bildern tatsächlich zu diesem Crash kommen. Und diese beiden Methoden können wir dann ganz auch kombinieren, je nachdem, was für eine Sorte von Input wir haben und wie unser Ziel aussieht. So, wie sieht das Ganze für ein Protokoll aus? In einem Protokoll aus haben wir vielleicht sehr, sehr komplizierte verschiedene Statuse haben. Und zum Beispiel können wir uns mitten in einem Telefonanruf befinden. Wir können uns im Schicken einer SMS finden. Und in so einem Fuzzing können wir vielleicht einzelne Bits oder Bytes ändern. Und dann hätten wir eine entsprechende Modifizierung. Das ist also ein sehr einfach mal ein paar Bits zu ändern, was sich ändert. Aber das Ganze ist auch sehr innervierend, weil man praktisch während echter Telefonanrufe oder SMS oder so bekommen muss. Eine andere Methode ist die Injektion. Wir beobachten also tatsächliche Messages und dann schicken wir die gleichen Messages in leicht modifiziert nochmal mit Änderungen und Änderungen und Änderungen und gucken uns, was dann tatsächlich passiert ist.
But the issue here is that this does not preserve die Sache ist, so there might be actions where the iPhone das Problem ist, dass hier, dass wir keinen Zustand uns merken. Das so heißt, das iPhone kann sich vielleicht kann vielleicht ein Datum anfragen, aber das dann antwortet der Chip nur dann mit einem Datum und dann verarbeitet es ein Datum. Aber das ist immer noch sehr interessant. Wir können bestimmte Zustände nicht erreichen ohne SIM-Karte oder so, aber man kann das immer noch sehr schnell machen. Um die Probleme also zusammenzufassen, wenn man dieses Protokoll fasst, dann kann man gibt es sehr viele verschiedene Zustände und nur mit initiierten Paketen kann man nicht alle Zustände erreichen. Und das zeigt sich auch in sehr einfachen Sachen wie ein Trace Replay, also wenn man etwas wieder abspielt. Ich habe einen Telefonanruf und ich zeichne alle Pakete auf und ich kann auch die Coverage aufzeichnen auf dem iPhone, welche Codepfade ausgewählt wurden und welche nicht. Und im zweiten Schritt würde man dann Pakete wieder einspielen, aber das Einzige, was man wieder einspielen kann, sind die Pakete zu dem Smartphone, nicht die andere Richtung. Und dann kriegt man normalerweise viel weniger Abdeckung im Code wegen diesen fehlenden Zuständen. Und wenn man das nochmal macht, dann ist man vielleicht in einem anderen Zustand und kriegt nochmal andere Abdeckung. Man macht also genau das Gleiche zweimal, aber kriegt unterschiedliche Abdeckung. Das ist das Schlimmste. Das heißt, selbst wenn wir aufgezeichnete Nachrichten wieder abspielen, kriegen wir nicht die gleiche Abdeckung. Anyway, schauen wir uns mal ein Beispiel solcher Injection an. In diesem Video seht ihr, wie ich in dem Unicorn-Netzwerk mit einem iPhone 8 bin. Das hat natürlich 5G und wir machen sehr viel Fuzzing. Und was da interessant ist, ist, dass man vielleicht viele Zustände abklappert in einer Kombination, die eigentlich nicht möglich ist. Man hat vielleicht Netzwerkverbindungen verloren, während man eine PIN bestätigen muss oder andere Sachen. Um das mal ganz zusammenzufassen, einige Zustände kann man nicht erreichen, nur indem man Pakete initiiert. Das heißt, selbst wenn wir einen sehr guten Korpus an Eingaben haben, dann verpassen wir vielleicht immer noch 80% vom Code, aber wir können trotzdem fassen. Wir müssen nur im Kopf behalten, dass wir nicht alles fassen können. So. Wir haben bei SEMO andere kabellose Protokolle angeschaut und wir hatten einige Werkzeuge zum Fuzzing bereits. Das am meisten fortgeschrittene heißt Frankenstein und was Jan gemacht hat, ist die Firmware zu emulieren und an einen Linux-Host zu verbinden. Und dazu hat er erst die Firmware angeschaut und da waren einige Symbole bekannt und auch einige Informationen über Register. Und dann nimmt Frankenstein einen Snapshot, eine Momentaufnahme mit einigen dieser Register des Modems und damit kann man dann ein virtuelles Modem bauen und die Eingabe fassen, als ob sie tatsächlich über Funk einkommen würde und da wird auch die Firmware emuliert, inklusive mehreren Threads, zwischen denen gewechselt wird und es ist sogar an einen Linux-Host angebunden, das heißt, Linux wird auch ein bisschen gefasst damit, dabei während die Firmware eigentlich gefasst wird. So, das Problem damit ist, dass die Baseband-Firmware ungefähr 10-mal größer ist wie die Bluetooth-Firmware oder noch größer und wir haben gar keine Symbole davor, das heißt, es ist viel Arbeit, das zu customisieren. Und selbst wenn man das alles machen würde und die ganze Arbeit nicht machen würde, dann könnte man nur sagen, wir hätten Code-Ausführung im Baseband, wir hätten noch nicht Privilegien im Betriebssystem, was drüber liegt. Das nächste interessante Werkzeug hat Steffen gebaut und Steffen hat einen Fuzzer gebaut, basierend auf D-Trace und AFL. D-Trace ist ein Werkzeug, das Abdeckung auf dem Funktionenebene im macOS-Kernel anbietet und man kriegt auch etwas Blockabdeckung im User-Space. Man hat also zusammen mit AFL oder AFL++ als Fuzzer, das kann man auf jedes Programm im macOS anwenden.
Das etwas schneller als Feder, zumindest schneller als die Version, die er verwendet hat. Und man kriegt ein paar tausend Fälle pro Sekunde, selbst auf einem ziemlich alten iMac. Das heißt, in unserem Labor hatten wir einen alten iMac 2012 dafür und das hat da funktioniert. Aber das Problem ist, dass Bluetooth und Wi-Fi, er hat Bluetooth gefasst und das Protokoll ist sehr unterschiedlich. Er hat also keine neuen Fehler mit AFR gefunden und im Kernel Space hat man auch nur diese Abdeckung auf der Funktionsebene. Er hat aber trotzdem, obwohl er keine Bugs in Wi-Fi oder WLAN oder Bluetooth gefunden hat, er hat eine CVE bekommen, weil D-Trace Bugs hat. Also irgendwas ist zumindest dabei rausgekommen, aber auf iOS geht das nicht ab Werk. Man könnte es vielleicht zu funktionieren bringen mit etwas Arbeit, aber es wäre viel Arbeit. Aber vermutlich ist es einfacher, einfach Frida im iOS User Space zu verwenden. So, währenddessen, weil Steffen das alles zusammengebaut hat, hat Wong Yu Probleme im macOS Bluetooth und WLAN-Treiber gefunden und war da sehr erfolgreich im Vergleich zu uns. Wirklich schade. Ich glaube, was er gemacht hat, ist viel besseres Zustandsmodellierung, also wie die Nachrichten miteinander interagieren und was wichtig ist, um bestimmte Funktionen zu erreichen. So, was bleibt noch übrig? Normalerweise heißt Fuzzing, das Baseband Fuzzing, dass man die Firmware modifizieren muss oder die Firmware emulieren muss. Man muss sehr komplizierte Spezifikationen implementieren über Software-Defined Radio, wenn man tatsächlich per Funk fuzzen will. Und wenn irgendwas proprietär ist, dann muss man das Protokoll reverse-engineeren und da kann man also insgesamt sehr viel Zeit und Geld verschwenden, um nur sehr einfache Forschung zu betreiben. Oder man kann Frida verwenden und damit fuzzen und alles, was man dafür tun muss, ist ein paar Zeilen Code in JavaScript zu schreiben. Also kein Scherz, die Option ist Frida. So, Dennis war der erste in unserem Team, als Student, der einen Fuzzer basierend auf Frida gebaut hat, Frida, und das heißt Toothpicker. Und es hängt sich in diese Verbindungen, in die Protokolle des Bluetooth-Daemons rein. Man kann sich das den oberen Teil vorstellen als einen Block. Das heißt, die Protokolle sind in dem Bluetooth-Daemon implementiert, aber wir wollen die bestimmten Protokollhändler fassen. Und um die Abdeckung zu erhöhen, stellt er eine virtuelle Verbindung und die spielt dem Bluetooth-Daemon vor, dass es eine Verbindung zu einem Gerät gibt und der Chip sagt dann, ich kenne diese Verbindung nicht. Das heißt, da ist auch etwas Abstraktion in der Ebene, damit die Verbindung nicht abgebrochen wird. So, das ist ein ziemlich einfaches Tool, aber es hat viele Probleme gefunden und es gab sogar einige Probleme in den Protokollen selbst, die sich auch auf macOS beziehen, also nicht nur iOS-Bugs, sondern auch in macOS hat Dennis damit gefunden. Und das hat mich zum Überlegen gebracht. Das hat funktioniert nur mit 20 Fällen pro Sekunde, ist also sehr langsam, aber wir haben immer noch Bluetooth-Probleme mit dieser Geschwindigkeit gefunden. Warum? So, why is this? Zuerst, wenn man Bluetooth über Funk tatsächlich fassen will, dann werden diese Verbindungen nach 5 oder so ungültigen Paketen abgebrochen. Das heißt, über Funk zu fassen ist sehr ineffizient. Mit Frida kann man diese Funktion rauspatchen, damit sie weg ist. Und dann sind die virtuellen Verbindungen auch sehr wichtig. Sie sind sehr, sehr wichtig, um die Abdeckung zu haben. Wir verpassen immer noch sehr viel Abdeckung mit diesem Fuzzing, aber es ist ein großer Vorteil verglichen mit diesen anderen Ansätzen zu fassen, wo man nur Pakete initiiert. Und es gibt auch ein Problem hier, wenn man eine virtuelle Verbindung hat, kann es sein, dass diese virtuelle Verbindung Verhalten auslöst, das man über Funk gar nicht auslösen kann. Das heißt, alles, was man findet, muss man nochmal bestätigen, dass es auch über Funk tatsächlich funktioniert.
So, zumindest die inkonsistente Abdeckung ist in Toothpicker auch behoben, weil Toothpicker alles fünfmal in Folge macht. Aber das Problem ist, wenn man eine Reihe von Paketen hat, die einen bestimmten Bug produziert mit mehreren Paketen, dann ist das nichts, was dieser Mutator kennt und was nichts, was man direkt in Toothpicker hat. Und aus diesem Grund hatte ich ein bisschen Sorgen. Vielleicht haben wir da sehr viel verpasst. Das heißt, sobald ich diesen Eindruck hatte, dass wir bestimmte Zustandsinformationen verpassen, hatte ich die Idee, dass wir in aktiven Verbindungen bestimmte Bytes verwenden. Das ist ein Fuzzer, den ihr auf dem Keyboard, auf der Tastatur sehen könnt. Ich habe einfach einige Bytes auf den Tastatureingabe ersetzt und gesehen, was passiert. And I let this run for a couple of weeks. Also ich habe das eine paar Wochen laufen lassen, auch mit verschiedenen Protokollen, um zu sehen, ob es da mit anderen Protokollen entsprechende Schwierigkeiten gibt, Bugsfehler gibt. Hier seht ihr das Gleiche mit AirPods. Ihr hört da so ein paar Knacker, die erzeugt werden. Und bei Musik würde man ziemlich komische Geräusche hören. Ich habe also ein paar Wochen laufen lassen, aber es hat keine Bugs gefunden, die Toothpicker vorher nicht auch schon gefunden hat. Und ich glaube, das liegt daran, weil wir nur diese paar Verbindungen hatten und jede dieser Verbindungen muss ich praktisch alle von Hand erstmal pairen müssen. Was ich erreichen konnte, ist, dass die Tonqualität meiner AirPods jetzt ziemlich schlecht ist, aber das ist kein CVE, keine entsprechende Security-Meldung wert. Aber das you consider that they removed the right RAM recently, then you might now still be able to write into the RAM via UART. Man kann immer noch, man hätte eventuell in Arbeitsspeicher schreiben können, aber da gibt es auch entsprechende andere Methoden. Also nach all dem habe ich gefragt, was ist jetzt tatsächlich noch übrig für Fuzzing, wenn wir noch nicht mal einen Bluetooth-Bug finden. Und was haben wir da? Und da haben wir das iPhone Baseband oder genau gesagt die iPhone Basebands, von da gibt es nämlich zwei. Das erste, was es gibt, sind die, es ist über die Qualcomm-Chips. Die sind im Wesentlichen in den Geräten, die in den USA verbreitet sind. Es nutzt das Qualcomm-MSM-Interface und das ist ganz gut dokumentiert. Da gibt es sogar Quellcode-Dokumentation. Also einfach zu verstehen und einfach auszuwerten. Andererseits, in fast allen Geräten, die wir hier auf am Tisch hatten, gibt es Intel-Chips und wobei genauer gesagt sind davon einige Teile jetzt bei den Baseband-Chips von Apple übernommen werden. Das ist also das praktisch alle Geräte, die in der EU verbreitet sind. Die nutzen ein spezielles Protokoll namens Apple Remote Invocation und es gibt praktisch keinerlei Informationen darüber im Internet. Ich habe es heute nochmal überprüft, praktisch nichts auf Google. Es gibt also keine öffentliche Forschung darüber, es ist praktisch komplett undokumentiert und es wird praktisch nur von Apple selbst verwendet. Die Komponenten, die wir uns also angucken und fassen werden, wird genannt Comcenter. Das ist also praktisch das Äquivalent zum Wi-Fi-Daemon, aber halt für Telefonie. Es ist in einer Sandbox, aber es hat eine ganze Menge XPC-Interfaces. Die nächsten Teil, den wir haben, ist, dass es da so zwei verschiedene Sorten von Libraries gibt, je nachdem, welcher Baseband-Chip verbaut ist. Und dementsprechend werden unterschiedliche Libraries verwendet. Das heißt, wir müssen verschiedene Codepfade untersuchen. Alles davon läuft allerdings im User-Space. Das heißt also, dass praktisch in beide Libraries reinklemmen können. Es gibt immer noch eine ganze Menge, das im Kernel stattfindet.
QMI and ARI aber have some management information that is sent to es gibt so ein paar Management-Informationen, die nach ComCenter verwendet werden, aber es gibt praktisch nicht die Rohdaten, die rohen Netzwerkdaten, die rohen Audiodaten, also praktisch nicht die nicht über das Telefongespräch oder die Webseite, die, die ihr aufmacht, ist tatsächlich drin. Und das Letzte ist, die sind nicht direkt darüber über Funk verwendet, sondern es praktisch das läuft entsprechend über das sogenannte AIR-Interface. Es gibt da immer noch jede Menge Interaktionen zwischen den beiden. Das heißt, bestimmte Messages zu, nach QMI und ARI werden darüber verwendet. Aber das heißt, je nachdem, wie euer Exploit-Schein aussieht, kann man entweder praktisch direkt vom AIR-Interface in die Libraries reinkommen oder man muss praktisch erst die Baseband-Software knacken und von da aus dann weiter in die Libraries. Now, QMI, the code has also der Code von QMI hat viele, viele Assertions. Heißt also alles, was das Protokoll betrifft, die Paketlängen, Protokollversionen und so weiter, werden alle über Assertions geprüft. Das heißt, sobald irgendetwas falsch drin ist, dann wird sofort ComCenter sofort abgebrochen. Terminiert. Und das heißt, in der Praxis heißt das, wenn also das Protokoll völlig valide ist, dann macht das keinen Unterschied, aber wenn tatsächlich ein Angriff stattfindet, dann bricht es sofort ab. Und das heißt in Praxis, wenn also tatsächlich ein Angriff stattfindet, ist der schlimmste Fall, dass der entsprechende der Anruf verloren geht oder die Internetverbindung kurz zusammenbricht. Im Gegensatz dazu, beim AI-Protokoll, also das ist ein Parser, der komplett unterschiedlich funktioniert. Also was immer es kommt, es versucht es zu parsen, es bricht ComCenter nicht ab. Das heißt, man kann praktisch viele, viele komische Dinge schicken und es parst und parst und parst und parst. Vermutlich, weil die ganzen Entwickler davon froh waren, als es einmal funktioniert hatte, als einmal das tatsächlich Protokoll parsen konnte und danach nie wieder angefasst hat. Aber was heißt das jetzt? Also guck, das hat ein sehr grundlegendes Format und das als ich das erste, was ich gemerkt habe, wenn ich als ich gefasst habe, war, dass im Syslog hatte sich immer beschwert, dass die Sequence-Nummer falsch ist. Das heißt, ich habe als erstes mal geguckt, dass ich die Sequence-Nummern richtig hinkriege. Also ich also anscheinend erwartet im Bereich von 0 bis 7 Hexadezimal und danach fängt es an komisch zu werden. Das heißt, die Sequence-Nummer ist verteilt über drei verschiedene Bytes und in verschiedenen Bits und nicht fortlaufend und das sieht alles so aus, als hätten sie diese Sequence-Nummern hinzugefügt, um bestimmte Race-Conditions zu vermeiden. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe also den entsprechenden Code geschrieben, ich habe die Sequence-Nummer richtig hingekriegt und dann in dem Replay habe ich festgestellt, eigentlich brauchen wir das gar nicht. Selbst wenn die Sequence-Nummer falsch ist, dann wird der Parser weiter ausgeführt, egal ob sie die Sequence-Nummer nun richtig oder falsch ist. Es gibt also ein paar andere Probleme noch, wenn man die ersten vier Magic Bytes falsch sendet oder dann sieht es so aus, als würde das Paket im Endeffekt zwar ignoriert wird, aber erst nachdem es gepasst wurde. Da es ein proprietäres Protokoll ist, kann man nicht wirklich das brauchen, aber Tobias arbeitet gerade an einem entsprechenden Wireshark-Modul. Das heißt, in Wireshark werdet ihr dafür bald ein entsprechendes Tool haben. Anyway. Let's also talk about schauen wir uns also an, was passiert, wenn wir das fassen. Also ich rate euch davon ab, das mit eurem Gerät zu machen. Und insbesondere nicht an dem iPhone, was ihr tatsächlich benutzt, weil ihr wahrscheinlich sehr viel kaputt machen könnt. Ich dagegen weiß genau, was ich mache. Ich fasse einfach nur Pakete, aber so genau weiß ich dann doch nicht, was ich tue. Also die
die einzige Richtung, die ich mir angucke, ist die Richtung vom Packet zum iPhone, aber nicht, ich fasse nicht die, die Antworten vom iPhone zum Baseband. Damit ich mir mein Baseband-Chips nicht zu viel kaputt mache. Aber es kann immer noch passieren, dass aufgrund von merkwürdigen, komischen Antworten des iPhones da immer noch was kaputt geht. Also sprich, ich habe also anscheinend auf die Art und Weise trotzdem geschafft, mein iPhone zu bricken. Aber ja, also auf Qualcomm-Chips habe ich es geschafft, in Bootloop zu kommen, nach ein paar Stunden. Auf dem Intel iPhone habe ich beinahe gebrickt, aber nicht komplett. Das Problem hier ist, wenn man das Baseband-Debug-Profil aktiviert, dann schreibt es sehr, sehr viel in die ISDP, also in die entsprechenden Debug-Formate von Intel rein. Und alle paar Minuten erstellt es nochmal neue 500 Megabyte an Logdaten. Wenn man das also nicht regelmäßig löscht, dann ist die Disk sehr, sehr schnell voll. Und das, ein iPhone benimmt sich sehr, sehr merkwürdig, wenn der Speicher fast voll ist. Man kann es anscheinend zu verwenden, aber viele Dinge funktionieren dann nicht mehr. Man kann nicht mehr per SSH einloggen. Was es für mich durchaus ein Problem ist. Man kann daher noch nicht mal irgendwelche Dateien dann wieder löschen. Das Einzige, was ich noch machen konnte, war das iPhone neu booten. Dabei wurden ein paar Dateien gelöscht und dann kam ich dann doch wieder da dran. Also sprich, wenn ihr das probiert, seid vorsichtig. And of course, all the iPhones are very confused from the fuzzing, so they really lose everything about the identity and location. Sie setzen sich dann sehr stark auf seinen Zustand zurück. So here you can see a smartphone that lost its location and really wants to be activated. Also hier seht ihr ein Smartphone, das wirklich, wirklich aktiviert werden will. Und während dem SMS-Fuzzing kann man vielleicht sogar Flash-Nachrichten kriegt. Wenn man auf die Hilfe-Nachricht klickt, dann ist es irgendwie schwarz auf grau. Es hat wahrscheinlich nie jemand getestet. Und wenn man ein gesperrtes iPhone hat, kann man immer noch diese SIM-Menüs und SIM-Nachrichten zeigen über der Sperre. So, das heißt, ich muss mich etwas korrigieren. Fast das, gerne. Wirklich, es macht sehr viel Spaß. Vielleicht nicht auf eurem Haupthandy, aber es wird euch Spaß machen. Aber zuerst müsst ihr natürlich einen Fuzzer bauen. Wie baut man sich so eine Software? Den ersten Fuzzer, den ich verwendet habe, ist der erste gleiche, den ich für Bluetooth verwendet habe. Der verwendet die bestehenden Bytestream-Protokolle und dann ändert einzelne Bits und Bytes. Das heißt, es kennt sich sehr über den Zustand aus, aber ich musste auch mich selber anrufen, SMS schreiben, Flugmodus anschalten, alles, was man sich vorstellen könnte. Und das ist einfach sehr langweilig. Aber es hat auch sehr interessante Probleme gefunden, die ich mit den anderen Fuzzern noch nicht gefunden habe, weil es Zustände erreichen kann, die man nicht erreichen kann, nur indem man Pakete schickt. Das heißt, es war zumindest sehr erfolgreich. Und ich habe damit so 3 Tage oder so lang gefasst und das hat schon Probleme gefunden. Das ist sehr unterschiedlich als beim Bluetooth-Fuzzer. Das heißt, es scheint in Comcenter mehr Bugs zu geben. Dann habe ich Apple also geschrieben, hey, ich habe diesen sehr hässlichen 10-Zeilen-Code-Fuzzer gefunden. Schaut mal, was er gefunden hat. Ist das nicht toll? Und hier habt ihr die Crashlogs. Und das ist natürlich einfach zu reproduzieren, weil ich nur 3 Tage gefasst habe und habe die meisten von diesen Abstürzen mehrere Male gekriegt. Also hier, bitteschön. Ihr habt hier meinen Fuzzer. Und das war vermutlich ziemlich dumm. Es ist nicht wirklich so einfach. Also es ist nicht so einfach, diese Abschnitte zu reproduzieren. Zuallererst ist das Skript so generisch, dass es auf allen iPhones mit einem Intel-Chip funktioniert. Das heißt, ob ich jetzt ein iPhone 7 oder ein iPhone 11 habe, es funktioniert. Aber
Die Absturzlogs, die ich habe, hängen, sind sehr unterschiedlich, je nachdem, ob es vor A12 iPhone war, iPhone 7, 8 oder iPhone 11 oder later. Das heißt, man kann die gleichen Logs nicht so einfach reproduzieren und es hängt auch sehr von der SIM-Karte ab. Das heißt, selbst auf einem passiven iPhone, wenn man keine aktiven Anrufe tätigt, kriegt man unterschiedliche Ergebnisse. Ich habe also mein Fuzzing mit einer einzelnen SIM-Karte angefangen, die gar keinen Telefonvertrag hatte oder Datenvertrag und habe schon einige Sachen gefunden. Aber es verhält sich vielleicht sehr anders mit nur leicht anderen Konfigurationen. Jetzt hören wir uns einen Null-Pointer an, den es gefunden hat, und der wurde in iOS 14.2 gefixt, ist im Sound-Controller, das heißt, ihr hört jetzt eine Schleife, die da drin ist. Was ihr seht ist, ich rufe die Deutsche Telekom an, und sie haben diesen Text. Guten Tag und herzlich willkommen beim Kundenservice der Telekom. Und dann rufe ich nochmal an und habe einen Absturz. Und jetzt hören wir uns den Absturz an. So, nur für den Soundeffekt habe ich auch ein anderes aufgenommen. Das hier ist mit Aldi Talk. Guten Tag. Aldi Talk gibt die Senkung der Mehrwertsteuer vom 1. And now let's listen to a special offer by Aldi Talk in 3, 2, 1. Guten Tag. Aldi Talk gibt die Senkung der Mehrwertsteuer vom 1. So. Weil diese ersten Ergebnisse so vielversprechend waren, habe ich dann entschieden, die neueste Toothpicker-Version zu verwenden und sie zu erweitern. Und das habe ich dann Icepicker verwendet, weil die Intel-Chips auch Ice heißen. Ich habe diesen latest Toothpicker Alpha very, very unstable geklont. Und das läuft auf dem iPhone selber, ohne Interaktion mit macOS oder Linux. Das heißt, es muss nichts über USB austauschen. Und verwendet auch AFL++, was ein schnellerer Emulator, glaube ich, ist als das andere. Das heißt, das ist ein viel besseres Design aus der Performance-Perspektive, aber AFL++ hat sich nicht als der beste Parser herausgestellt für dieses Protokoll. Das heißt, die meiste Zeit hat es damit verbracht, nur die ersten Magic Bytes zu brute-forcen. Es hat sich auch nicht ausgekannt mit Paketreihenfolge. Das heißt, es hat nur diese ersten 4 Bytes brute-forced. Und das nächste Problem ist, dass aus irgendeinem Grund, als die ersten 4 Bytes ungültig waren, ist der Parser viel langsamer geworden. Das heißt, ich hatte weniger als 10 Fälle pro Sekunde. Und es gab auch, es hat sich nicht ausgekannt in Icepicker mit dem Zustand. Das heißt, Ari macht manchmal dieses Interface aus und der Parser hat es nicht mitbekommen und einfach weiter versucht, das zu streamen. Also habe ich in das Log geschaut, nachdem der Parser mehr als 6 Stunden keine neue Abdeckung gefunden hat, und ich habe mich gefragt, hey, was ist das Problem? Ist die Implementierung falsch oder ist irgendwas mit dem Parser falsch? Und es sieht so aus, als schickt der Parser Inputs, die einfach nicht geeignet sind. Das kann man natürlich optimieren. AFL++ kann hier viel machen. Man kann ihm sagen, so sieht das Protokoll aus, und man kann auch es überzeugen, diese 4 magischen Bytes nicht zu beforcen, aber dafür hätte ich das ganze Teil neu kompilieren müssen. Und das hat auf Dennis' Maschinen kompiliert, aber auf meinen nicht, weil mein Xcode Beta in einem komischen Zustand war. Und einige von euch sagen jetzt vielleicht, ja, installiere doch einfach ein neues Xcode, aber es dauert so lange, dass den nächsten Parser zu schreiben einfach erschien. Aber trotzdem, diese Version von Icepicker war interessant für mich, weil es das erste Mal, wo ich gesehen habe, dass die Fuzzer-Initialisierung mit Abdeckung funktioniert und auch, dass mein Replay, mein Wiederabspielen mit verschiedenen iPhones-Versionen funktioniert. Also ich habe das auf einem iPhone 2 aufgenommen und auf einem iPhone 7 wieder abgespielt. Es war also nicht nutzlos, aber ich habe mich entschieden, diese Konfiguration nicht zu verwenden.
Also habe ich einen einfachen Fuzzer geschrieben und ich habe nicht alles geportet, das auf iOS selber läuft. Ich habe das Design etwas vereinfacht, dass man es einfacher coden kann, und habe den Fuzzer auf Linux laufen lassen und dann Frida auf iOS verwendet. Das kann nicht alle Zustände und Abstürze, die ich mit dem ersten Fuzzer gesehen habe, reproduzieren, aber die meisten konnten reproduziert werden. Ich habe keine Abdeckung gemacht und keine intelligenten Mutationen, nur sehr grundlegende Mutationen und relativ blinde Injection. Das war aber sehr schnell. Statt den 20 Fällen hatte ich jetzt eher 400 pro Sekunde, sogar schneller als die AFL++-Variante. Und ich kann zumindest die Längenfelder und Sequenznummer und so weiter korrigieren, bevor ich das Paket initiere. Es hat keine so tollen Mutationen, aber deshalb muss ich zumindest einen guten Korpus sammeln mit vielen Anrufen und vielen Sims. Und ich muss die Sequenz, die Reihenfolge auch aufzeichnen, damit ich das später abspielen kann. Und diesen Fuzzer habe ich gegen ein paar iPhones parallel über mehrere Wochen laufen lassen und es hat viele interessante Crashes gefunden. Das ist jetzt also mein Hauptfuzzer. Ich wollte aber immer noch bestätigen, dass diese Abdeckung nicht zu sammeln kein Problem war. Also habe ich diesen Publicly Released Toothpicker geklont. Und der verwendet den Radam-Sammutator, der sehr langsam ist, aber der macht etwas schlauere Mutationen, zumindest für Protokoll-Fuzzing. Ist immer noch, kennt nur einzelne Pakete und schickt das gleiche Paket 5-mal hintereinander, um Abdeckung zu bestätigen. Und ein anderes Problem ist, dass es viele von diesen Abstürzen von ComCenter nicht findet. Das heißt, es passiert oft, dass ComCenter abstürzt und dann, wenn man den Absturz nicht mit Frida hat, dann muss man den Fuzzer nochmal starten, aber man muss auch die Dateien und den Korpus, der zu dem Crash geführt hat, löschen, sonst findet man den Crash einfach wieder. Das heißt, man muss da sehr viel babysitten. Das habe ich ein paar Wochen laufen lassen auf einem iPhone 7, hat aber leider keine neuen Crashes gefunden. Das heißt, ich kann zumindest davon ausgehen, dass langsameres Fuzzen mit Abdeckung keine Verbesserung ist. Aber die Mutationen, die das erstellt hat, waren ziemlich nützlich, wie man hier sieht. Ihr könnt diese Telefonnummer da scrollen sehen. Es hat eine sehr lange Telefonnummer korrekt generiert in irgendeine TLB-Struktur. Und das ist sehr interessant, das zu sehen. Das könnte man also nicht erreichen, indem man nur Bits und Bytes umkehrt. Es gibt ein großes Problem, dass alle diese Fuzzer haben, inklusive der Toothpicker vom Anfang. Das ist, sie haben keinerlei Memory Standardization. Das Framework, das wir also nutzen, in iOS nutzen, ist Malloc Stack Logging. Ich habe das auch auf ComCenter verwendet. Das Problem ist, dass den Speicherverbrauch sehr, sehr stark vergrößert. Das heißt, sogar wenn man ComCenter so konfiguriert, dass es mehr Speicher zur Verfügung gestellt bekommt, ist das, was tatsächlich verwendet, dann wird es trotzdem beim Starten sofort vom Memory Management abgeschossen. Ich habe es also gerade geschafft, eine der Xcode Libraries der entsprechenden dafür zu verwenden. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich so vorgesehen ist. Aber wenn man das tatsächlich mit ComCenter verwendet, dann crasht es sofort. Wenn es die Konfigurationsdateien versucht zu parsen. Das alles hat also nicht so ganz funktioniert. Das heißt also für uns, dass die Fuzzer einen bestimmten Typ Bugs gar nicht erst finden kann, was Speicherverwaltung betrifft. Alle Fuzzer, die ich also erstellt habe, sind jetzt nicht perfekt, aber sie haben verschiedene Crashes gefunden. Schauen wir uns diese Crashes also an.
Das Erste, was wir sehen, was wir sehen, ist hier, die Zahl ist hier 42, das heißt, ich habe also aufgehört, als ich 42 erreicht habe, zu sammeln. Ich habe also auch Feeder Crashes herausgefiltert, das heißt, so in Summe habe ich also bestimmte Gesamtanzahlen Crashen, dann eine Zahl, die tatsächlich reproduzierbar sind, und dann kann ich nochmal prüfen, ob sie in den letzten iOS-Version 14.3 repariert worden sind, gefixt worden sind. Dann habe ich verschiedene Farben hier, die für die Intel-Libraries und für die Qualcomm-Libraries. Und für die Qualcomm-Libraries habe ich jetzt nicht so viel Zeit darauf verwendet zu fassen. Zum einen, weil ich nicht so viele Qualcomm-iPhones hatte, und zum anderen, wegen den ganzen Assertions, gehe ich davon aus, dass sie viel, viel weniger Probleme haben. Less of the code that has improper state handling is reached. Den Location-Daemon ist auch hier als große graue große Rechteck hier markiert, weil Location-Daemon auch ein paar Pakete hiervon bekommt und praktisch direkt bekommt und von daher auch durchaus entsprechend fast irgendwie reagiert. Ich habe viele, viele andere Crashes, einige davon sogar tatsächlich reproduzierbar. Es gibt zum Beispiel einen Wireless Radio Manager Daemon, den man über ein Intel-Package crashen kann. Das ist allerdings mittlerweile auch repariert. Und dann ist es noch einen anderen interessanten Crash, den ich zufällig gefunden habe, und zwar sowohl bei Qualcomm und bei den Intel Libraries. Der ist mittlerweile auch gefixt. Und einige Crashes passierten nur bei Qualcomm. Ich weiß allerdings nicht, ob das nur ein Qualcomm-spezifische Geschichte ist oder ob das sich lediglich nur zufällig beim Parsing so ergeben hat. Der Mobile Internet Sharing Daemon hat ein Problem, beim Parsing von verschiedenen Konfigurationsstrings. Ich habe das relativ früh gefunden. Mir war allerdings nicht bewusst, dass so viele verschiedene andere da an der Stelle crashen. Dann habe ich das also entsprechend an Apple gemeldet, und die haben mir geantwortet, ja, wissen wir, und wir haben das in einer Beta tatsächlich schon kurz vor deinem Report repariert. Ein anderer interessanter Crash ist im ARI Cell Monitor. Und der Cell Monitor ist etwas, was passiv im Hintergrund läuft die ganze Zeit. Und es parst zum Beispiel GSM und UMTS Zelleninformationen. Ich fand das aus, ohne dass ich eine SIM-Karte da drin hatte. Ich habe das an Apple reportet. Ich weiß jetzt noch nicht mal, ob es überhaupt über das Funkinterface, Luftinterface auslöst. Es ist mittlerweile gefixt in iOS 14.2. Ich habe viele, viele E-Mails mit Apple ausgetauscht. Ich habe gedacht, die hätten es nicht repariert. Der Grund dafür war, dass die entsprechenden Funktionen, stellt sich heraus, dass es da zwei verschiedene Bugs in der gleichen Funktion gibt. Ich hatte gedacht, gleiche Funktion, gleicher Crash, der Bug ist nicht gefixt. Es ist aber in Wirklichkeit hochqualitativer Code, das heißt, es gibt mehr als einen Bug pro Funktion, und wir hatten den einen gefixt. Ich glaube allerdings, dass die anderen nur relativ einfache Crashes sind, die nicht exploited werden können. Die ähnliche Geschichte ist, es gibt viele, viele mehr Bugs, die repariert werden müssen. Einige davon erhöhen nur die Stabilität, ein paar andere sind aber auch noch ganz interessant. Ich habe also euch erzählt, dass es ein ganz einfacher Parser ist, die besagten 10 Zeilen Code. Ich gehe davon aus, dass einige von euch mit ihren alten iPhones, die ihr nicht mehr unbedingt braucht, angefangen haben, sowas zu schreiben. Also, wie können wir also einen Parser schreiben, der hohen Durchsatz hat und in entsprechenden guten States reinkommt? Also, wenn ihr in Frieda Fuzzing reinkommt, dann ist sehr viel davon limitiert durch die Kapazität, durch die Rechenleistung des iPhones. Und
Das heißt auch, dass man sich sehr schnell die Batterie leer macht. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass die Fuzzer eine hohe Leistung haben. Also sehr wichtig anzugucken, wo sind Flaschenhälse, wo verlieren die meiste Zeit. Also sprich, hier bei unserem einfachen Beispiel fangen wir an mit 20 Fast Cases per Second und kann das hochdrehen bis auf 20.000 Fast Cases per Second. Also ein Student von mir hat einen komplett anderen Parser gefasst, weil an meinem iPhone ausprobiert und es lief tatsächlich mit 20.000 Fast Cases pro Sekunde. Ich habe gedacht, nee, das kann nicht sein, aber tatsächlich, so schnell geht das. Das hängt also sehr an dem Design von Frida an. Das Erste, was ich also macht, ist, dass man ein Python-Skript schreibt, was auf Linux und macOS läuft. Ich hatte also ein paar Funktionen hier. Es hat das On-Message-Callback-Funktion. Die brauchen wir leider später. Ihr registriert das einfach. Ihr ladet also entsprechende Frida-Skript. Das Skript kann dann sogar Funktionen auf eurem iPhone aufrufen. Dafür ladet ihr ein zweites Skript in JavaScript auf einem iPhone. Injiziert das in den Zielprozess. Zum Beispiel kann es die Sendefunktion nutzen, um Dinge hin und her zu schicken. Es kann Funktionen exportieren über IPC, sodass ihr dann also das Ganze passiert über JSON. Es braucht also Serialisierung und Deserialisierung. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel keine Hex-Data senden oder Binärdaten direkt senden, sondern es ist praktisch enkodiert und dekodiert werden muss dafür. Das ist auch alles über USB, das heißt, ihr seid auch durch die maximale Geschwindigkeit von USB beschränkt. Das heißt natürlich, wenn ihr die entsprechenden C-Bindings von Frida nutzt, auf dem iPhone ist es vielleicht etwas schneller als Python, aber das heißt, je mehr ihr praktisch von dem JSON-Part und USB-Part wegnehmt, desto besser ist es. The actual parser looks a bit like this. Das entsprechende Parser sieht entsprechend so aus. So that's this ihr seid also in from the diagram before, and then you define ihr definiert also diese entsprechende Inbound Message Callback Function, die also die Argumente, eine Payload, eine Länge hat. Das sieht ein bisschen kryptisch aus. Dann könnt ihr, müsst aber nicht diesen Interceptor hinzufügen, denn ihr wollt zum Beispiel, weil ihr die Sequenznummer richtig hinkriegen wollt oder dergleichen, und dann ruft ihr dieses Inward Message Callback von RAI einfach auf und schickt es raus. Das kann also alles ganz anders aussehen. Also wenn ihr das also über RPC, über euer Python-Skript auf einem Laptop ausführt, dann kommt ihr vielleicht auf 500 Fast Cases pro Sekunde. Oder wenn ihr das Ganze in dem, das hier in this Message Callback in einem lokalen, in der lokalen JavaScript-Live läuft, dann kommt ihr tatsächlich auf 22.000 Fast Cases pro Sekunde auf exakt dem gleichen Device. Der Unterschied ist, dass die JSON-Serialisierung und die Serialisierung und das USB macht halt einen ziemlichen Unterschied. Ich habe ein paar mehr Messungen gemacht. Traurigerweise gibt es auf dem iPhone 8 einen Bug, der mich davon abhält, Coverage zu sammeln. Was ihr aber sehen könnt hier, ist im ersten Teil, wenn ihr zum Beispiel einfach nur einen Bitflipper in einer Schleife habt, dass die Zielfunktion aufruft, dann kriegt ihr auf dem iPhone 7 17.000 Fast Cases pro Sekunde. Und wenn ihr das tatsächlich dann auch wirklich sammelt und kommt ihr runter auf 250 und das heißt, ihr müsst praktisch fragen, ob euch das wert ist für euch. Oder wenn ihr diese Zeile hier guckt, wenn ihr einfach nur diese entsprechende Zeile, die zurückkommt und die einfach nur ausgibt auf eurem Laptop, dann kriegt ihr immer noch eine sehr, sehr starke Verlangsamung zwischen dem JavaScript auf eurem iPhone und dem Python auf eurem Laptop hinzu. Also, wenn ihr also diese Remote-SMS-Injektion habt, die ich vorhin beschrieben habe, dann fällt ihr runter auf 500 Fast Cases pro Sekunde.
ohne jedes Coverage. Wenn ihr dann den Coverage dann zusätzlich misst, die Abdeckung misst, dann geht es runter auf 100 Fast Cases pro Sekunde. Das wäre so das Optimum hier. Und weil der entsprechende Mutator aber ziemlich langsam ist und weil er die Coverage-Informationen noch auswerten muss, sind es dann im Endeffekt nur noch 20 Fast Cases pro Sekunde. Also das ist der Vergleich hier. Deswegen seht ihr, warum die Sammlung vom Coverage zu sammeln nicht unbedingt Sinn macht und warum es nicht unbedingt die beste Idee ist, auch wenn es einfacher ist, den Mutator auf eurem Laptop zu schreiben. Also wenn es entsprechend, wenn ihr hier wie es aussieht nach den ganzen Fuzzing, also wenn ihr versucht, die SMS löschen wollt, dann seht ihr keine Chance mehr. Einzige Chance hier ist, dass ihr die ganzen, euer iPhone praktisch komplett auf Werk einstellt und zurücksetzt, um die loszuwerden. Also jetzt gibt es noch eine Frage- und Antwort-Session. Und wenn ihr die verpasst, dann bin ich auch per E-Mail oder per Twitter zu erreichen. Ja.